Herzlich willkommen, es ist wieder soweit und es heißt wieder Tschernan trifft für euch, von uns, für alle. Und heute sind wir mal wieder in einer kleinen Talkrunde und da freue ich mich ganz besonders, Dagmar Wörl hier zu haben. Hallo Dagmar. Hallo. Ich sage halt immer, wenn die Leute sagen, mit wem triffst du dich? Also habe ich schon mal so zu dir gesagt, ich sage immer, ich treffe Dagi. Das ist immer so mein Spezial für dich. Aber Dagi, weißt du, dass ganz, ganz wenige zu mir Dagi sagen, weil das ist eigentlich so ein Nickname aus meiner Kinderzeit. Echt? Ja, so, ja. So ist es bei mir mit Czerny aus der Radiozeit. Ja. Aber das hat sich innerlich so, weil ich das immer so süß und nett fand, und dachte mir, okay, aber ich habe sie noch nie so angesprochen, habe ich dann gesagt. Also, da bin ich immer vorsichtig. Also, komisch, wenn mich jemand Dagi, ich darf gar nicht so laut sagen, sonst spricht mich dann nächstes Mal jeder Dagi an. Aber Dagi gibt bei mir immer so eine Wärme dann gleich. Dann denke ich immer gleich wieder an früher. Ist schon das Richtige, ne? Ja, aber es war immer sehr engen Freunden vorbehalten. Ja. Bitte zukünftig Dagi sagen. Ja. Ich wollte auch nichts losdrehen. Ich bin immer recht ehrlich. Ja, ne? Ja. Und das ist so für mich, wenn ich an dich denke, dann denke ich das immer so. So war es auch beim Opernball. Das ist, glaube ich, jetzt 2 Jahre her, wo wir auch vorne am roten Teppich einen kurzen Talk hatten, auch mit Judith. Mhm. Und da fand ich das auch immer so herzlich, so Wärme umschwungen, das Ganze. Und da kam mir das, Mensch, ja, passt irgendwie. Aber ich würde es jetzt nicht weiter verwenden. Aber ich wollte nur sagen, so ist mein Gedanke. Sehr schön. Du hast dich vorhin schon ein bisschen hier umgeguckt. Wir sitzen ja hier im Ballettstudio in der Rilling Art und hast es dir gleich mal angeguckt, weil Ballett ist für dich auch was, wo du sagst, es war schon klasse. Also es war eine tolle Zeit, war eine schöne Zeit. Ich war damals im Opernhaus gewesen, habe 5 Jahre im Opernhaus geübt, gelitten und auch dann tanzen, durfte auch ein paar wenige Mal dann auf der Bühne sein und hatte auch noch eine Privatlehrerin. Und die Privatlehrerin, die war echt heavy, ne? Weil früher war das noch ganz streng, wusste du wirklich noch auf die Füße so mit dem Stecken dann, wo dann draufgeschlagen worden ist. Das hat manchmal sehr weh getan. Es erinnert mich an die Schulzeit. Also ich habe das noch gehabt, mein Lehrer damals. Erste Klasse, ja, ich auch. Mit einem langen Lineal, heute sind ja so. Ich habe ja noch deutsche Schrift gelernt. Jetzt sieht man schon, wie alt ich bin, deutsche Schrift gelernt. Und da hatte ich auch eine Klassenlehrerin, eine sehr, sehr ältere Dame, die hat auch mit einem Lineal, hatte immer auf die Finger. Ja. Schon, ne? Ist ja heute undenkbar, gar nicht mehr möglich. Nein, das gibt es heute nicht mehr, aber ich bin auch groß geworden. Wir haben es beide geschafft. Ja. Du bist ja auch wirklich schon extrem viel rumgekommen. Eigentlich Rechtsanwältin, glaube ich. Mhm. Ja? Bist 23 Jahre im Bundestag gewesen. Mhm. Hast mit deinem Sohn, der macht die große Hotelkette, dem geht es, glaube ich, momentan auch nicht so gut in der Schwierige Situation. Zeiten. Ist ganz total schwierig, ja. Was können die, meine Frage, was kann man im Hotel jetzt eigentlich überhaupt machen? Du kannst nur du kannst nichts machen, weil Restaurants sind geschlossen. Du darfst die Bars nicht öffnen, wir dürfen unsere Spa-Betriebe nicht öffnen. Mein Sohn hat jetzt mit der Domera Hotelkette 32 Hotels deutschlandweit und er darf auch keine touristischen Gäste aufnehmen. Das heißt, der Hotelbetrieb ist quasi zum Erliegen gekommen. Komplett. Komplett. Und das ist ja eine Wahnsinnszeit, die wir jetzt seit 4, fast 5 Wochen jetzt schon mitmachen. Und lässt sich ja nicht absehen, wann es zu Ende ist. Das ist ja das Schlimme. Wenn wir wüssten, okay, dann und dann ist es zu Ende und dann kann man wieder anfangen. Weil man muss sich ja vorstellen, ist ja nicht so, wenn es heißt, meinetwegen am 5. Mai oder am 6. Mai ist alles wieder so, kann man ja nicht so einen Schalter einfach umswitchen, wie es dann wie vorher ist. Das geht nicht, sondern es dauert ewig lang, bis diese Betriebe alle wieder anlaufen und bis wir wieder an dem Status quo, wenn wir überhaupt an den Status quo kommen, wo wir vorher gewesen sind, es wird eine sehr, sehr lange Zeit hingehen. Also ich sage mal auch zu Hause, sondern man dürfte es nicht von heute auf morgen alles öffnen, das ist so meine Meinung, sondern man müsste es auch peu à peu wieder anlaufen lassen. Das würde, glaube ich, gar nicht funktionieren, wenn du sagst, ab heute ist alles wieder offen. Nein, es wird auch nicht so gehen, aber ich glaube, Österreich geht auch hier den richtigen Weg, muss ich wirklich sagen, wo man sagt, gut, die und die Betriebe, weil man kann sich ja schützen und die Menschen zeigen ja momentan, dass sie auch verantwortungsbewusst sind, auch verantwortungsbewusst sind ihren Mitmenschen gegenüber. Sie halten ja Abstand. Ja, die halten ja Abstand. Sie haben es auch verstanden und sie machen es auch. Und sie wissen auch, dass man die älteren Menschen besonders schützen muss. Und es tut furchtbar weh. Also ich habe eine 95-jährige Mutter, die gesundheitlich nicht gut drauf ist. Und es tut sehr, sehr weh, wenn du weißt, du kannst sie nicht sehen. Und du weißt nicht, wie lange sie noch lebt. Also es ist schon sehr schwer. Und man darf sie nicht sehen, das ist ja das. Also du hast ein richtiges Verbot im Kopf, ist ein richtig Verbot, das Ganze. Und was mich an der ganzen Situation auch immer ein bisschen verärgert, es gibt ja so viel Fake News. Furchtbar. Und so viel falsche Spekulationen. Also wenn du das dann in der Zeitung liest, da eine spekuliert, es könnte aufs Gehirn gehen, es könnte dahin gehen, wo ich sage,
Du weißt gar nicht mehr, was stimmt und was nicht stimmt. Und das ist, glaube ich, weil jetzt jeder, ich möchte jetzt die großen Nachrichtensender gar nicht da irgendwie in die Mangel nehmen. Aber es gibt so viele Nachrichten, Informationen von klein und groß. Und vor allem so für die Virologen. Ich wusste gar nicht, dass wir so viele haben. Natürlich gibt es diesen Berufsstand. Ja, aber ja, ich würde mich auch manchmal freuen, wenn manchmal andere Leute hören würden. Und ich war sehr, sehr dankbar, als die Leopoldina jetzt ihre Aussagen gemacht hat am Wochenende und für mich ganz, ganz wegweisende, zukunftsführende Aussagen, die von den Wissenschaftlern getätigt worden sind. Es ist wichtig und die Frage ist, wen kann man dann auch glauben? Das ist das Nächste und dass es halt irgendwo einheitlich ist. Ich habe das mal, ich glaube, 2 Wochen, bevor das überhaupt losging, und da hieß es, also ich bin ja gerade von den Veranstaltungen extrem abhängig, in der Stadt hieß es, wir machen ab 200, in der nächsten Stadt hieß es ab 100. Mhm. Die anderen, ich sage, Leute, das bringt nur ein Durcheinander. Ja, das ist ja der Föderalismus, den wir haben. Ja, sondern einheitlich. Ja. Mhm. Auch wenn wir den haben, aber wir müssen doch irgendwo allen zeigen. Jetzt mittlerweile haben wir es ja, jetzt wissen wir es, wie es lang geht. Und ich bin gespannt, du hast vorhin so schön gesagt, ob sich das Ganze mal wieder ins normale Level biegen lässt, dass die Wirtschaft wieder richtig läuft. Das, glaube ich, ist nicht so einfach. Nein, es wird nicht so einfach sein, weil ich auch glaube, dass sich die Mentalität, also das ist meine persönliche Meinung, aber ich glaube auch die Mentalität der Menschen wird sich ein bisschen verändern. Man wird das Geld mehr zusammenhalten, weil man weiß ja nicht, kommt noch mal so etwas, weil wie ist das mit der Rezession, wie wirkt sich das auf der Sparte aus. Die Menschen sind in einer gewissen Unsicherheit. Und wenn du in einer gewissen Unsicherheit lebst, hältst du natürlich auch deine Sparte zusammen, gibst dann, kaufst du vielleicht, ich wusste da, was du nebenbei kaufen würdest. Also es wird sich aufs Kaufverhalten auf jeden Fall auch auswirken, somit auch auf die Wirtschaft. Und wir sehen es ja heute, die ersten Lieferanten bei uns, auch bei World, bei Begleitung, die ersten Lieferanten sind insolvent. Die müssten jetzt ihre Ware für den Herbst vorbestellen, ob das in Bangladesch ist oder ob das in Kambodscha ist. Und die ganzen Lieferketten sind ja unterbrochen. Das heißt, ich bin sehr stark organisiert in Frauenorganisationen in Bangladesch zum Beispiel, also im soziales Engagement. Mhm. Von denen kriege ich Hilferufe momentan, weil die ersten Zulieferfabriken geschlossen haben. Das heißt, die zigtausende Näherinnen, die dort vor Ort sind, die haben keinen Job mehr. Bloß diese zigtausend Näherinnen ernähren ihre ganzen Dörfer. Die ernähren ganze Familien. Und diese Familien wieder, die kaufen dann wieder ein bei dem Ort, die haben das Geld nicht mehr. Also es ist eine Kette, die immer weitergeht, über die man gar nicht so nachdenkt. Ja, man früher sagte man mal Schneeballsystem als Negatives. Jetzt könnte man es wirklich so weiterhin beziehen, wie du schon sagst, das ist eine Kettenreaktion, dass jetzt viele bankrott gehen, Insolvenz. Ich finde es immer, ich weiß nicht, weil du in den sozialen Medien das manchmal verfolgst, aber wenn ich das so sehe, wo der eine sagt, Mensch, jetzt geht mir das Geld aus, dann kommen ja Kommentare, wo ich mich manchmal echt ärgere und sage, ein Kommentar, hast du nicht gut genug gewirtschaftet, um das zu überbrücken. Jetzt komme ich aus einer Branche, wo bei mir Januar, Februar, März eh wenig los ist. Und ich bin immer glücklich, dass ich diese 3 Monate überbrücken kann. Und es gibt ja viele Geschäfte, die das auch haben. Jetzt kommt dieser Fall X. Also hast du eine längere Zeit, hast du nochmal 2 Monate, bist du schon fast beim halben Jahr. Und dann den Leuten vorzuwerfen, sie würden nicht wirtschaftlich arbeiten, sie können nichts überbrücken. Wer nicht selbstständig ist oder aus der Wirtschaft kommt, wird es, glaube ich, nie verstehen, was da dahinter steckt. Vor allem muss man ja so sehen, eine gute Wirtschaft investiert ja auch immer wieder. Ihre Gewinne werden ja investiert. Man baut ja weiter, vor allem jetzt wie bei uns jetzt, zum Beispiel in Familienunternehmen. Da hast du nicht das Geld irgendwo auf der hohen Kante, das wäre zwar schön, sondern das Geld wird reinvestiert. Ja, man macht was Neues, man hat neue Maschinen oder irgendetwas. Jetzt ist zum Beispiel bei meinem Sohn mit den Tomero Hotels ein Zimmer, das nicht vermietet ist, das kannst du nicht nächstes Mal doppelt vermieten, das ist weg. Das ist weg, der Umsatz ist weg, aber du hast die laufenden Kosten, die weitergehen, du musst deine Pacht bezahlen, der Strom ist weiter zu bezahlen. Also es sind immense Dinge, die auf einen zukommen. Wir haben, als wir unsere Hotels, unsere Restaurants haben schließen müssen, das sind sehr, sehr viele gewesen, haben wir riesen Mengen Essen an die Tafeln gegeben. Hunderttausende von Euro waren das wert, die weggegeben worden sind an die Tafeln, weil wir gesagt haben, ja, also deutschlandweit, weil wir gesagt haben, das Land sind sich einfach jetzt alles wegschmeißen.
Aber dafür ja. trotzdem noch was Gutes getan, auch wenn es nicht gut ist. Sicher. Ja, aber man muss mal auch vorstellen, was es wirtschaftlich für Auswirkungen hat. Ich bin froh, dass wir das Kurzarbeitergeld eingeführt haben, damals noch bei der Finanzmarktkrise. Das ist ja auch kein Geld, was der Staat gibt. Das muss man ja auch sehen. Mhm. Das denken die mal, ach, der Staat zahlt das Kurzarbeitergeld. Nee, nee. Nein. Das ist angespart worden über Jahre hinweg von Arbeitgeber und Arbeitnehmern. Und an die Bundesagentur bezahlt worden, sind wir froh, dass wir diesen Topf haben. Jetzt haben wir ja vorhin auch schon mal, wir hatten uns ja vorhin kurz unterhalten, jetzt werden ja auch Kredite oder Finanzierungsmöglichkeiten angeboten, wo ich dann sage, okay, wenn du jetzt bei deinem Sohn, ja, er kann das Zimmer nicht mehr doppelt vermieten. Das ist auch wie in der Wirtschaft, ja, die Leute, die essen gehen, können ja nachher nicht doppelt so viel essen, um das wieder reinzuholen. Jetzt kriege ich vielleicht einen Kredit, aber die muss ich ja nachher auch wieder bedienen. Ja, klar. Wie soll das funktionieren? Du musst den Kredit zurückzahlen und auch mit Zinsen zahlen. Und es ist zwar sehr schön, dass du die Möglichkeit hast, eine Pacht für 2 Monate, dass sie gestundet wird, aber nach 2 Monaten musst du ja die bezahlen, die rückwirkende Pacht, wo du ja nie Einnahmen hattest. Also das ist ein Teufelskreis, also auch mit den so gutes gemeint ist auch mit den Darlehen. Aber wenn man nichts übergeht zu Zuschüssen, weiß ich nicht, wie manche Firmen da rauskommen sollen. Das ist wie so eine Wippe auf dem Spielplatz, ne? Ja, ja, ja. Du tust da was drauf und es geht immer weiter und oben. Und dann irgendwann geht alles nach unten und dann rutscht alles weg. Und die Auswirkungen werden sich dann Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres ganz, ganz stark in den Insolvenzen zeigen. Jetzt bist du ja seit 2017, glaube ich, 5. September bei Höhlen der Löwen dabei. Ja, ich glaube, das stimmt vom Datum her. Wie ist es jetzt? Ihr macht ja demnächst die nächsten Folgen, die neuen. Jetzt kommen da Menschen, die Ideen haben, teilweise schon was entwickelt haben, teilweise schon im Verkauf sind. Ja, Leute, die sich selbstständig machen wollen. Wie ist es denn da? Jetzt versucht ihr die ja zu fördern, aber wie ist es dann gerade für Neue, die jetzt neu anfangen? Also wir haben bis jetzt ausgesetzt mit dem Drehen, aber wir fangen nächste Woche wieder an mit dem Drehen, höchsten Sicherheitsvorkehrungen, weil es muss gedreht werden, weil es ist auch so, es sind alles Freischaffende. Die meisten, die dort arbeiten, von Kameraleuten auch, sind alles Freischaffende. Und dann hat es geheißen, okay, wir machen die Sicherheitsvorkehrung, alle Abstand untereinander. Das heißt, keine Umarmung mehr, die Gründer. Ist schwierig, ne? Ist schwierig, weil man will dann immer so aufstehen. Du hast einen Deal, du hast neue Gründer. Nein, schön sitzen bleiben. Auch wir haben alle schön Abstand miteinander. Es gibt natürlich auch bei den Gründern, gibt es jetzt Verlierer in der Krise und dann gibt es natürlich auch Gewinner in der Krise, die natürlich Produkte haben, die jetzt natürlich sehr stark gebraucht werden. Da muss man auch dazu sagen, also es gibt manche Firmen, die wirklich absolut korrekt bleiben und jetzt nicht da den großen Gewinn rausziehen wollen. Die versuchen also wirklich, das auch preismäßig so günstig anzubieten. Dann gibt es aber auch welche, die sagen, da ist Not am Mann, jetzt haue ich da mal 100% drauf. Ja, wo ich jetzt Richtung nicht so ganz mitspielen kann. Ja, also manchmal versteht man auch nicht ganz, Einzelhandel ist geschlossen, Bekleidung ist geschlossen und dann gibt es einen großen Lebensmittelhändler, ich sage jetzt keinen Namen, der riesen Prospekte raushaut in jeden Haushalt, dass jetzt auch Bekleidung bei ihm gibt, dass auch Rasenmäher dort gibt und alles. Also ich verstehe dann, das verstehe ich nicht mehr. Manche Sachen nicht mehr. Dann leisten. Ja, na, ich verstehe auch nicht, manche Entscheidungen sind der Politik jetzt mehr, obwohl ich sehr so lange in der Politik war. Aber es ist manchmal insgesamt 30 Jahre, wenn man die Kommunalpolitik dazu erzählt. Aber ich glaube, alles, wo es möglich ist, dass Abstand gewahrt werden kann, sollte man auch wirklich wieder aufmachen. Weil auch Restaurants, man kann Restaurants aufmachen, man kann es ausdünnen. Ja, also ich habe mir gestern draußen bei der Alten Post in Kraftshofen Schäuferle geholt, mit Glühs, was ich auch meiner Mutter dann vor die Haustür gestellt habe. Und da waren immens viele Menschen angestanden, ja, alle mit ihren Töpfen, die dann die Schäuferle und Glühs oder Schnitzel oder was sie sonst abgeholt haben, das musste man vorher bestellen. Es funktioniert. Ja, und wir haben alle an ihren Abstand gehalten und es ist gegangen. Also wenn du zum Einkaufen gehst, ich war das erstmal dann auch irritiert, ja, wo ich dann mal vor dem Supermarkt stehe und dann auf einmal eine Menschenschlange.
es irritiert halt, weil die wirklich 2 Meter Abstand halten. Und wenn du vom Weiten kommst, denkst du, um Gottes Willen, ja, da stehe ich ja stundenlang. Aber es funktioniert. Das wäre das Einzige, was ich mir nach der Krise wirklich wünschen würde, dass man mehr miteinander denkt und diesen Abstand, also wenn man sich umarmen möchte, sollte man das tun, aber auch gerade an den Kassen. Ich konnte es noch nie leiden, wenn von hinten schon der Nächste geschoben hat, ja, und gedrängt hat. Und dann schön an die Knöchel hin, ne? Ja, genau. Und das kann schon schmerzhaft sein, ne? So wie es Mäusle im Ellenbogen ist, ne? Gibt es da auch Stellen. Das ist, glaube ich, das, was wir das Gute daran ist, dass man versucht, auf den anderen ein bisschen Acht zu geben. Wie siehst du das? Nein, auf jeden Fall. Und ich muss dazu sagen, ich bin gar nicht böse, dass diese Umarmerei und diese Küsserei, was ich da die letzten Jahre hier wirklich, es war, du hast am Schluss hast du ja Leute umarmt, die hast du ja fast nicht gekannt, ja. Also es war so Usus überall, wo man war, Bussi rechts, Bussi links. Also das muss wirklich nicht missen. Und die Handgeberei, die habe ich ja schon ewig. Ich habe das immer schon begrüßt, wie es die Japaner machen. Und ich würde mich freuen, wenn das endlich aufhören würde. Du sagst, ich komme noch mal kurz zurück. Das war diese typische Bussi-Bussi-Gesellschaft in München oder auch hier mittlerweile. Ja, das hat nichts mit Bussi-Bussi-Gesellschaft. Das hast du einfach gemacht, wenn du jemanden gesehen hast aus dem Bekanntenkreis. Du hast dich getroffen, du warst so eingeladen. Das war immer so die Begrüßung. Das hat sich so eingebürgert irgendwie. Gut, ich bin schon ein Mensch, der gerne die Leute mal in den Arm nimmt. Ne? Also von der Größe her sowieso. Ne? So kommen wir heißt ja auch, du sollst dich 4-mal am Tag sollst du dich umarmen lassen. Das ist natürlich jetzt momentan ein bisschen schwierig. Ne? Das ist schwer. Ne? 4-mal am Tag sollst du umarmt werden. Aber es gibt doch Bäume. Stimmt, es gibt Menschen, die wirklich rausrennen im Wald. Ich liebe es, Bäume zu umarmen. Das erdet. Was, ne? Da kommt das erdet. Kraft. Unwahrscheinlich. Das kann ich wirklich jedem empfehlen. Geht mal raus, geht in die Natur, sucht euch einen ganz großen Baum. Umarmt ihn und merkt, ja, da steckt Kraft dahinter beim Baum, ne? Mhm. Und dieses, wenn du einen Baum umarmen kannst, hat er auch schon gewisse Jahre am Buckel, so wie schön, oder im Stamm. Ne? Also ich weiß nicht, entweder merke ich das nur, aber es ist ein tolles Gefühl. Na gut, ich bin allgemein gern draußen zwischen den Bäumen oder im Wald oder Natur. Das kann man jetzt trotzdem machen. Du kannst ja trotzdem spazieren gehen. Und das finde ich auch das Schöne. Was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob ich jetzt da immer spinne, aber wenn ich mir den Himmel anschaue, diesen klaren Himmel, habe ich, glaube ich, in den 70er, 80er Jahren noch entdeckt. Ja, und jetzt ist er so richtig schön frei und es erinnert mich so ein bisschen an die Jugend vom Wetter her. Hey, wir haben natürlich ein traumhaftes Wetter, ne? Ja, das ist schon. Zurzeit. Da sind wir froh, dass wir hier die Möglichkeit haben, in Bayern auch noch rauszugehen und die Natur zu genießen. Wir haben ja die schönste Natur. Nein, die ist überall schön. Aber ich liebe schon Bayern und auch hier bei uns in der Gegend ist natürlich traumhaft. Ich komme noch mal kurz zurück. Beim Opernball war damals ja Judith mit dabei und es war ein total nettes Treffen auf dem roten Teppich. Eine total sympathische, ich sage trotzdem junge Frau. Und ist ja auch jung, Judith. Ja. Meine Tochter ist seiner, ja. So alt bist du jetzt auch noch nicht. Aber trotzdem, Judith ist ja noch jung. Ja, aber total herzhaft und ich glaube, das war ihr Mann, war damals mit dabei. Auch ein total sehr sympathischer Kerl. Und dachte, siehste, ich mache mal so für mich ein Spiel, wenn ich jemanden im Fernsehen sehe und ich treffe den, wie ist er denn wirklich? Weil oft ist er so, dass du jemanden siehst im Fernsehen, oh, an Himmels, und dann weißt du ja nie, wie ist er persönlich oder menschlich. Aber das fand ich total nett. War sowieso ein sehr, sehr schönes Event. Und damals war, glaube ich, spontan, jetzt muss ich gucken, Georg Kofler mit dabei. Und da kann ich mich gut daran erinnern, was ja einem Moderator immer passieren kann. Ich krieg noch ins Ohr geflüstert, pass auf, der hat, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, Premiere gekauft und Fox gegründet oder andersrum. Und ich sage es nur, guckte mich so an und sagte, 2 Sachen stimmen und 2 Sachen stimmen nicht. Ja, ich habe die beiden Sender, aber es war genau andersrum. Den einen habe ich entwickelt und den anderen habe ich gekauft. Und dann kam er von mir manchmal so ein bisschen spontan und sagte, na okay, hätte ich denn überhaupt eine Chance bei Höhlen der Löwen? Und dann hat er mich so angeguckt, mit der Aussage nicht. Aber was machen Sie denn? Was hätten Sie zu bieten? Und er sagt, nur die Stimme. Er überlegt sich was. Aber total nett, lustig. Ja. Wir haben so gelacht, danach noch mal ganz kurz getroffen. Also mal liebe Grüße, wenn du jetzt alle wieder triffst. Und übermorgen. Übermorgen ist wieder soweit. Ja, übermorgen. Heißt wieder Köln. Was war für dich bis jetzt das interessanteste Produkt? Oh Gott. Das war jetzt so eine Frage, die wir nicht abgesprochen haben. Wir haben überhaupt keine Fragen abgesprochen. Aber sagen wir es, das emotionalste, wirklich das emotionalste Produkt war wirklich Remote gewesen. Das Remote, das war die Mutter, die dieses Gerät entwickelt hat für Schlaganfallpatienten.
Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Es war, ist jetzt schon 2 Jahre her gewesen und da waren wirklich die Tränen. Ich habe immer gedacht, oh Gott, mein Make-up und Zeug. Und es war ganz, ganz hoch emotional. Die Mutter, da hatte das Kind im Bauch der Mutter einen Schlaganfall. Und die Mutter wusste das nicht. Und die hat sich immer gewundert, warum das Kind mit 1, 2 Jahren, warum das nicht stehen kann, warum das immer umfällt. Und die haben das sehr, sehr spät erst erkannt. Okay. Und dann hat die Mutter, obwohl sie Künstlerin ist, sie ist Malerin, also hat mit Technik überhaupt nichts am Hut und hat versucht, ein Gerät zu entwickeln über viele, viele, viele Jahre hinweg, dass so sozusagen wie so kleine Stromschläge oder so hinbekommt. Und immer wenn die Tochter sich dann irgendwo falsch bewegt hat, ist sie korrigiert worden durch dieses Gerät, das sie immer umhängen hatte. Wir haben fast 2 Jahre gebraucht, eine medizinische Zulassung zu bekommen. Also manchmal weiß man nicht, was in diesem Staat los ist. Ja, also wirklich Sachen, was Menschen helfen kann. Die Tochter inzwischen reist alleine in der Welt umher. Wirklich, gut, man merkt es ganz wenig noch, ganz leicht noch. Aber tolle Geschichte. Also das war sehr, sehr emotional, wenn du merkst, du kannst so investieren und du hilfst auch Menschen damit. Ja, das ist also, sowieso eins deiner Sachen, ne? Helfen. Ja, man muss immer aufpassen, ne? Weil dass man nicht immer nur in soziale Projekte investiert, weil ein Investor will natürlich auch irgendwann mal natürlich sein Geld zurückbekommen. Und wenn du natürlich sehr viel Soziales machst, weißt du natürlich, schon schwierig, dass du dann mal irgendwann Geld mitverdienst. Ne? Sozialtierheim, glaube ich, oder Tierschutz, das ist sowieso noch bei dir. Ach, schon ewig. Ja, aber da warst du ja ganz aktiv und du bist ja auch. Bin immer aktiv, noch, ja. Aktiv. Also ich bin jetzt seit 30 Jahren aktiv im Tierheim Nürnberg hier in der Stadenstraße. Ja. Und ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt Vorsitzende bin, 20 Jahre oder was? Ich weiß nicht. Ich weiß nur noch, als ich angefangen habe, da war es was ganz klein. Da hatten wir 6 Mitarbeiter gehabt, ganz, ganz klein. Da hatten wir noch so Baracken gehabt mit oben so Wellblecher oben drauf. Also das kleine Haus war ganz klein gewesen. Dann hatten wir unten, sage ich immer, ja, ich meine es auch mal ein bisschen witzig, hatten wir unten die Ratten und die Mäuse vermittelt und oben sind sie rumgelaufen. Ne? Also es war sehr klein mit 6 Mitarbeitern. Jetzt haben wir fast 40. Ne? Also es ist ein kleines mittelständischer Betrieb geworden, aber der natürlich auch zeigt, wo die Not ist. Ja, weil es werden immer mehr Tiere natürlich abgegeben, weil die Menschen natürlich erstmal die Arztrechnungen nicht bezahlen können und vieles andere mehr. Immer mehr Fundtiere. Wir machen ja sozusagen eine Aufgabe der Stadt, obwohl wir ein gemeinnütziger Verein sind und auf Spenden angewiesen sind. Also es ist auch nicht so ganz, ganz einfach immer. Und ich habe dann vor vielen Jahren auch die Tafel dann ins Leben gerufen, eben die Tafel, wo einmal die Woche eben die Menschen kommen können, nicht das Geld haben, um sich Hundefutter oder Katzenfutter zu kaufen, wo wir dann sozusagen das dann umsonst dann hergeben. Und weil für uns ist wichtiger, dass die Menschen ihren Hund oder ihre Katze eben behalten, dass sie den Bezug haben, aber die brauchen das auch, die brauchen auch ihre Tiere, auch vor allem, wenn sie sozial schwach sind. Und das läuft eigentlich ganz gut. Da ist ja der Markus eh schon mit dir sehr aktiv. Und wenn ich mir das so durchgeguckt habe bei dir, klar, wir kennen uns vom Sehen schon sehr lange und auch von Gesprächen. Und man sucht sich jetzt was raus und sagt, man bereitet sich mal vor. Und dann sieht man die ganze Liste, was du alles getan hast und was du tust. Wie schaffst du es, dein Privatleben so auf die Reihe zu kriegen, dass du trotz aller Ehrenämter und Ämter, die du machst, jetzt bist du ständig dann wieder in Köln, glaube ich, wird gedreht, ist es aufgrund der wirtschaftlichen Sachen und das, was du gelernt hast, dass du so ein gutes Zeitplan oder Zeitmanagement hast? Ja gut, es ist natürlich im Laufe der Jahre ist viel zusammengekommen, vor allem im Sozialen. Ich bin ja im Vorstand auch von UNICEF, die auch in Köln sitzen. Leider, sage ich mich. Leider. Und bei Deutschland hilft oder Help e.V. habe ich ja meine eigene Stiftung ja auch noch. Also es war ja eigentlich der Grund gewesen, ich komme gleich auf deine Frage zurück, aber das war eigentlich der Grund gewesen, warum ich auch mit der Politik aufgehört habe, weil ich gesagt habe, okay, 23 Jahre ist eigentlich genug und ich will ja noch was machen. Und ich kam zu diesem, dieses ganze soziale Engagement hat mir einfach die Zeit dafür gefehlt, auch um das wirklich, weil wenn ich was mache, will ich es richtig machen, will mich auch richtig einbringen, nicht nur, dass du einen Posten hast. Und war auch UNICEF war auch mit ausschlaggebend gewesen damals, aber
dass dann die Höhle der Löwen kam, damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Das wusste ich ja damals noch gar nicht, als ich gesagt habe, ich höre auf mit der Politik. Nein, Zeitmanagement ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Aber die Familie, glaube ich, ist ja auch ganz, ganz wichtig. Also ich habe ja eine Familie, die sehr busy ist, ne? Ein bisschen. Ja, es ist so. Also Unternehmertum war bei uns schon beim Frühstücken Thema und auch am Abend. Also du konntest das Familienunternehmen nicht einfach abhängen an der Garderobe, sondern ja, hast dich eigentlich immer, das hat uns immer von Frühstück bis zum Abend, hat es uns auch mit beschäftigt. Mein Sohn ist unterwegs. Der lebt eigentlich, sage ich immer, nur noch auf der Autobahn, weil er irgendwie seine Hotels alle abfährt, immer noch wie ein Verrückter, wo ich mir auch manchmal ein bisschen Sorgen mache natürlich. Und mein Mann ist ja immer noch im hohen Alter ganz aktiv. Also sozusagen, da habe ich auf jeden Fall den Rücken schon mal frei gehabt. Und ich hatte immer ein gutes Team, muss ich sagen. Das hat sich jetzt zwar reduziert, aber ich hatte immer gute Mitarbeiter und Leute, die mich auch unterstützt haben. Allein schafft es nicht. Aber du hast immer noch das Strahlen, seitdem ich dich kenne, diese Strahlen, was einfach dich prägt. Und da kann ich glaube, wir könnten stundenlang über dich und über dein Leben und alles, was du machst, uns unterhalten. Ja, jetzt kommen immer mehr Anfragen, ob ich denn nicht ein Buch schreiben möchte. Aber ich sage, wirklich, ja, gut, also. Nein, aber ich sage, das mache ich noch nicht. Nein, aber es ist wirklich witzig. Die letzten Wochen wahnsinnig viele E-Mails, wo sich Leute anbieten, auch als Ghostwriter für mich zur Verfügung. Ich habe so ein schlechtes Gedächtnis, wie soll ich das machen? Daher kommst du. Nein. Also, sag mal, vielen Dank, dass du bei mir warst. Na, hat Spaß gemacht. Und wünsche dir viel Spaß bei Höhlen der Löwen. Vielleicht hätte ich mal irgendwann ein Produkt, aber ich habe keins, sonst wäre ich da auch mal hinmarschiert. Ja, ja. Und grüß mir alle und dir eine gute Zeit. Danke. Und wir lassen uns überraschen, wie es weitergeht. Ja, wir hoffen alle das Beste und dass wir alle gesund bleiben. Ja, und dass wir bald wieder zur Normalität zurückkehren dürfen. Ich hoffe es. Ja. Da nochmal vielen Dank fürs Zuschauen bei Tschernan trifft, wenn es wieder heißt, für euch, von uns, für alle. Und wir sehen uns dann demnächst wieder um 19 Uhr. Vielen Dank. Tschüss, Servus. Tschüss.